Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV mit einigen Hollywood-Nachrichten. Wie du wahrscheinlich in den vergangenen Tagen gehört hast, hat Star-Regisseur Ridley Scott eingewilligt, einen weiteren Blade Runner-Film zu drehen. Das ist eine ziemliche Sensation. Blade Runner, ein Film aus dem Jahr 1982, ist nicht nur einer der großen Klassiker der Filmgeschichte, sondern auch einer der bedeutendsten Science-Fiction-Filme überhaupt. Freu dich allerdings nicht vor 2014 auf den Film. Ridley Scott hat jede Menge Projekte in der Planung. Außerdem gibt es noch kein Drehbuch, es gibt auch noch keine Besetzung. Man weiß noch nicht einmal, ob es sich hier um eine Fortsetzung oder eine Entstehungsgeschichte handelt. Nur so viel, man möchte, dass das Ganze nicht allzu viel mit dem Original zu tun hat. Daher konnte die LA Times inzwischen auch melden, dass Harrison Ford definitiv nicht mehr dabei sein wird, eben weil alles ganz frisch sein soll, inklusive der Besetzung. Und seit Jahren halten sich die Gerüchte, dass ein weiterer Klassiker, Mel Gibsons Mad Max, neu verfilmt wird. In der Tat sollen nun die Dreharbeiten für Mad Max Fury Road im Februar 2012 beginnen. Kostüme und Fahrzeuge sind bereits fertig, die Besetzung steht auch. Tom Hardy, Charlize Theron und Lenny Kravitz Tochter Zoe. Und Sylvester Stallone hat bereits im vergangenen Jahr gesagt, dass er keinen fünften Rambo-Film drehen wird. Allerdings hat einer der Autoren des neuen Conan-Films in dieser Woche ein Skript für den Film eingereicht, mit dem Segen von Stallone. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Film auch wirklich gedreht wird. Sowas passiert in Hollywood alle naslang, dass ein Skript für einen Film eingereicht wird. Dann wird das erstmal umgeschrieben, dann wird hin und her überlegt, ob es sich wirklich lohnt, den Film zu drehen oder nicht. Und selbst wenn er gedreht wird, gibt es zu diesem Zeitpunkt keine Garantie, dass Stallone dabei sein wird oder nicht. Dann habe ich noch ein paar neue Set-Fotos für euch. Zum einen von Mission Impossible, Phantom Protocol mit Tom Cruise, der im Dezember kommt. Außerdem zwei Fotos von Verblendung mit den beiden Hauptdarstellern Daniel Craig und Rooney Mara, der im Januar 2012 kommt. Und zwei Fotos zu The Avengers, in diesem Fall mit Thor, Chris Hemsworth und Captain America, Chris Evans. Guck dir mal die schöne Lockenpracht von Thor an. Einfach klasse. Lass mich deine Gedanken zu all diesen Nachrichten wissen und auch, auf welchen der Filme du dich am meisten freust. Wie immer, viel Spaß im Kino. Tschüss aus Hollywood.